Wir sehen uns vor den Toren von Mengvilla. Das ist frustrierend. Leicht frustrierend, sage ich Ihnen. Leicht frustrierend. So. Jetzt ist natürlich nicht mehr viel da. Wollen wir nochmal diese Waldmenschen uns... Aber die hauen uns ja zu Brei, ne? Lauer. Das wäre nochmal so eine Idee. Kauka! Katakuluk! Jakostei! Kanene! Eipiasiti Bunga! Nenedo Shateania! Was sagt er? Wir sind Brüder im Geist. Das heißt, sie wollen kämpfen. Ich habe mir die geringste Chance, ne? Ich habe nicht die geringste Chance. Ich habe noch nicht mal... Ich meine... Vielleicht hilft uns das weiter. Nee, uns hilft nichts weiter, weil hier gibt es nichts Interaktives. Ich habe nicht die geringste Chance. Nicht die geringste. Also um nicht zu sagen... Ich bin im Grunde... Keine Chance. Schatte mal! Ach ja, das hatte ich vollkommen vergessen. Wartet mal kurz. Mach mal deine Waffe vergiften. Jo, na dann. Kannst du nochmal? Naurin. Geh mal hier hin. Das, ja. Ich wollte eigentlich. Das habe ich nicht bedacht. Ich bedenke so vieles nicht. nee, dadurch wollte ich nicht. Oh Gott. So, Sinnesschärfe. Zack. Ja, ja, sowas kann man auch. Aber die stehen irgendwie noch nicht anständig zusammen. Deswegen, ich mag noch nicht meine Zauber aussprechen. Deswegen... Sag mal. Ach doch, du kannst. Deswegen, mach mal. Super. Klappt ja wunderbar. Deswegen... Ausgezeichnet. Könnte natürlich sein, dass der uns beim nächsten Mal eine drauf hat. Ja, die können natürlich durch ihre Fallen, ne? Ist ja klar. Ja, Takati ist schon nicht übel. So. Ja, du... ich hab vergessen. Na? Ah, Mist, ja. Aber... Wofür hat denn... Naja. Gift! Wahnsinn. Das ist nicht zu schaffen. Ich sag's, wie es ist. Ich sag's mal, wie es ist. Was macht der? Achso, ja. Ja, ja. Ja, was war denn überhaupt? Konnte die damit Gift heilen? Nee, ne? Halt, doch, halt Verletzung und Vergiftung. Ja, dann... Auf Takati. Kannst du von hier aus schon? Halt Verletzung, Vergiftung. Was soll ich... Und, wo ist die Vergiftung geheilt? Super! Heilt ja super Vergiftung, ne? Ist ja echt Traum. So, kann er nicht. Echt ein Traum, wie der die Vergiftung hier heilt.
So, Takati. Dann einen Todesstoß brauchen wir hier gar nicht erst zu probieren, ne? Zack. Ich bin vergiftet. So, dann werden wir uns mal an dem hier oder an der hier gütlich tun. Klappt wunderbar. Der heilt sich mal. Obwohl, warum? Weiß niemand. Jetzt kannst du aber losschlagen. Geh mal hier hin. Nimm dir deinen Zorn der Elemente. Und dann. Schöner wäre es natürlich gewesen, ne? Verstehst. Ja, du musst den heilen. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Und du? Im Grunde ist egal, oder? Was ist mit anderen? Das ist genau dasselbe. So. Ja, mach mal einen gezielten Stich. Ja, ja. Da geht nicht viel. Habe ich mir schon gedacht. Finde vielleicht... Gift! Wuchtschlag! Ah, keine Chance. Gift! Keine Chance mit einem Wuchtschlag. Zack. Damit wäre schon einer von uns am Boden. Ja. Ja. Ich probiere trotzdem nochmal diesen Hexenspeichel. Halt Gift. Aber der Stufe 1 wahrscheinlich nur, ne? Ja, und der ist super. Klappt ja alles wie am Schnürchen. Wahrscheinlich ist Takate noch unser bester Mann hier. Aber nur mit Finde. Mach nochmal einen. Ach nee, den vorderen sollst du doch... Ah, geil. 15. Und wenn du jetzt einfach nur drauf hast, was machst du dann? Dann trifft er zumindest. Dann trifft er zumindest. Oh, jetzt kommt der Chef. Chef greift mit ein, ne? Interessiert die noch nicht mal im geringsten. Hallo? Ah, das ist manchmal, ne? Manchmal kriegt man das so schlecht. Ah. Chef greift mit ein. So, nee, ich will doch den da vorne eigentlich. Mach nochmal deine blöde Finde. Die trifft zumindest ein bisschen, ne? Ja, dann... Er muss normal halt. Dann hau halt einfach drauf. Oh, Takati wird ganz schön zusammengestaucht. Hast du eigentlich noch... Ja, hast du. Dann... Ja, trink. Was denkst du, für was ich den mitgenommen habe? Jetzt kommt's drauf an. Ja, vielleicht wäre es sogar ganz gescheit, hier mal sowas hinzuwerfen, ne? Hi. Komm mal, Luke. So. Die Holzwürmer, wenn er die nochmal an den Mann bringen würde, na? Warte!
Holzwürmer müsst ihr nochmal an den Mann bringen. Ach so! Ach, das könnt ihr auch noch. Entschuldigt. Entschuldigt. Ach so. Na ja, dann, na. Ja dann. Ja dann. Dann habe ich nichts mehr gesagt. Kann er nochmal? Dann habe ich gar nichts gesagt. Pass auf, jetzt will ich wenigstens noch die Holzwürmer. Hier. Auf wen kann ich denn die? Kann ich auf keinen? Aber ich denke, ich kann... Holzwürmer! Hallo? Sind die immun gegen Holzwürmer? Jetzt habe ich nochmal die Holzwürmer dabei. Hallo? Kannst du bitte die Holzwürmer? Was bleibt denn der noch? Nicht mehr die Welt, ne? Aber, ja, der ist tot. Ja, was soll... Ne, halt. Dann wenigstens noch einen schönen... Was sag ich jetzt? Manchmal noch mal einen Todeshieb. Vielleicht klappt's ja. Manchmal klappt's. Nee. Ach so. Ich habe ja auch nur noch... begrenzt, also passt auf, ne? Ich erzähle euch mal was. Hier, mit dem Game Over Bildschirm. Also passt auf, ich muss die retten, ne? Innerhalb von einer gewissen Rundenanzahl. Zweitens muss ich hier die Fallen überwinden, damit ich ja die überhaupt retten kann. Drittens muss ich ja, die ausschalten, alle. Ne? Also in dieser gewissen Rundenzahl. Die heilen sich aber noch. Ne? Die heilen sich noch. Ne? Das muss man ja dazu bedenken. Und ja, muss mich noch gegen Gifte wehren. Ne? So, das ist so das Grundgerüst dieses Kampfes. Okay. Dann, ja, wir sehen uns vor den Toren. Meine große Hoffnung besteht jetzt darin, dass ich mit der Hauptquest vielleicht bessere Waffen bekomme oder und Rüstung. Schauen wir mal, ne? Na denn. Zum Hesindegeweih. Wie kann ein Diener der weisen Herren euch helfen? Die sonderbare Krankheit, diese Befallenen, was könnt ihr uns darüber sagen? Wenig. Wir tappen im Dunkeln. Aber es ist kein natürliches Leiden. So viel ist sicher. Was meint ihr? Etwas Böses ist hier am Werk. Irgendetwas schläft in diesen von Hesindes Geist verlassenen Höhlen. Kennt ihr einen Alchemisten namens Lysander Eurydion? Horasia, schwarzhaarig mit einer Bernsteinbrille? Lysander? Nein. Allerdings ist ein horasischer Alchemist hier gewesen, auf den diese Beschreibung passt. Er nannte sich Mercator. Genau wie ihr war er an den Kranken interessiert, die wir in Obhut genommen haben. Jedoch wirkte er auf mich ein wenig verloren. Was wollte dieser Mercator? Helfen, so schien es. Seine Bedingung war jedoch, die Kranken mitzunehmen. Er bot sogar eine großzügige Spende dafür. Natürlich mussten wir ablehnen. Allerdings, in den folgenden Tagen sind zwei der Kranken aus unserem Tempel verschwunden. Und ihr verdächtigt Mercator? Ich verdächtige niemanden, mein Kind. Wäre es denkbar, dass ein Gift diese Krankheit auslöst? Denkbar? Sicher. Aber vielleicht solltet ihr diese Fragen an die Gilde der Alchemisten richten. Geht zu Menchal Aktaran, dem Oberhaupt der Giftmischer. Wenn jemand etwas davon versteht, dann er. Ich werde euch eine Empfehlung geben, sofern so ruhmreiche Gladiatoren noch eine Empfehlung brauchen. Ihr habt euch die Kämpfe angesehen? Es ist lehrreich, die Abgründe des Volkes zu studieren.
Eine Sache noch. Mercator kam in Begleitung einer weißhaarigen Frau. Sie nannte sich Miramis. Ebenfalls eine Alchemistin, wie mir schien. Vielleicht hilft euch das weiter. Danke. Nicht wirklich, oder? Kennen wir eine weißhaarige Frau? Ich denke nicht. So, ja, dann zum Stadtzentrum, ne? Und dann gehen wir mal unserem Questmarker hinterher. Und sind angekommen bei Menchalak Taran. Mir ist egal, ob ihr ins Orkland reisen müsst, um Ikanaria-Schmetterlinge zu fangen. Und das nächste Mal will ich sie leben. Verzeiht. Womit kann die Gilde euch dienen? Kennt ihr einen Alchemisten namens Lysander Eurydion? Natürlich. Der Sohn eines meiner Handelspartner aus Neta. Talentierter junger Mann und ehrgeizig. Ich erinnere mich. Habe ihn aber lange nicht gesehen. Sicher, dass Lysander in der letzten Zeit nicht hier war? Seid ihr von der schwarzen Kohorte? Bin ich in Schwierigkeiten? Ja, ich bin mir sicher. Ihr wurdet uns von der Hesindekirche empfohlen. Das geschieht selten. Wir wollen eine Tinktur analysieren lassen. Womöglich ein seltenes Gift. Ein Gift? Lasst mich sehen, ob ich den Duft bestimmen kann. Es riecht nach Lorbeer. Gifte haben selten nur einen einzigen Duft. Zeigt her. Interessant. Diese Komposition habe ich nie zuvor gerochen. Weshalb denkt ihr, dass es ein Gift ist? Ist es keins? Möglicherweise. Der Lorbeergeruch erinnert mich an etwas. Und diese andere Note? Asula Venom. Eindeutig. Morphu-Gift. Morphus? Diese Riesenschnecken? Ja. Harmlos eigentlich. Vorausgesetzt, man kommt ihr nicht zu nahe. Dann verschießt sie ihre giftigen Hornsplitter. Schmerzhaft für alle Getroffenen, aber außerordentlich wertvoll für uns Giftmischer. Was genau bewirkt das Gift? Morphogift lässt sich für alles Mögliche verwenden. Nicht nur für Gifte. Ich schlage euch einen Handel vor. Ihr bringt mir eine Ladung Morphusplitter. Im Gegenzug finde ich mehr über eure Tinktur heraus, woraus sie besteht und wer die Zutaten in letzter Zeit angefordert hat. Einverstanden? Was willst du mit dem Morphugift? Der Waldmensch fragt den Giftmischer, wozu er Gift braucht. Und wo finden wir Morphus? Südwestlich von Mengbilla gibt es eine kleine Insel. Dort sollen etliche dieser Ungeheuer hausen. Aber seid vorsichtig. Man hört von Freibeutern, die sich in letzter Zeit vermehrt dort herumtreiben. Ich werde meinem Freund Capitano D'Aragosa Weisung geben, euch zur Insel zu bringen. Trefft ihn im 1002. Rausch, sobald ihr reisefertig seid. Bis später. Den kenne ich. Den kenne ich. Wartet mal ganz kurz. Wo waren wir jetzt? Alchemistenviertel. Ach nee, das ist ja nur die Tante Catalina. Ja, nee, alles klar. Zu Tante Catalina brauchen wir jetzt nicht, sondern zum Captain. Ah, ich habe doch gewusst, dass der Captain nochmal hier eine Rolle spielen wird. Ja, dann, ne? Captain, bring uns mal dorthin, wo wir wieder eine so richtig, wahrscheinlich so richtig auf die Mütze bekommen. Probieren wir es mal.